goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I think I just came. On this beat, had to go and get it in. Knock on your door, baby, come and let me in. I'm here to ride it out, so baby, settle in. I'll be your remedy, call me your medicine. That's right, your doctor, yeah, have a little sip of this vodka. Let's get to the physical part of this examination, call me your proctor. So finish your time, she finished whenever you need. Turning you out while you're turning me on, better than ever, you better believe, yes. Tryna go for broke, too much love, call an overdose. Jay Holiday put you to bed, then I'm gon' leave you comatose, yeah. Take a walk with me, lean with it and rock with me. Watch, you give me the rhythm, bitch, I don't need no beat. But I'ma go fucking crazy, go ahead, let me off the leash. I'ma rip the sheets, I'ma make you scream, so hop on top, stand a strip for me. I'ma hit it from the back like a Tiffany, in my symphony, with no sympathy. You ain't in for me, you just wanna be a part of it when these fucking dudes make history, like. Sun goes down, the stars come out, and all that comes is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. 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 When I feel you shake, chills running down your spine. See, baby, on this eve, I'm here to blow your mind. I wanna show you things you never thought you'd see. And I'll be your jungle gym, so climb on top of me. All you wanna do, telling me your wildest dreams. But I don't wanna hear you talk, I just wanna hear you scream. Like a horror flick, it should stop now, but I want more of it. And I don't know who's good or bad, but I want you bad, I'm sure of it. Staying in bed for the whole day, she waving at me like, ole. We had that fire sex, so we stopped, dropped, but we role play. She dressed up, well, I messed up. Anytime you want it, just text up, and I'll be there whenever you need me. But there's something I wanna confess, love, I'm glad you came. And baby, I'm glad you came. Cause I love it when you feel no pain, while I beat them in your body like Novocaine. So be easy, just lie back, and we gon' do a big like IMAX. On the edge, you can see. So baby, you better be getting ready for the climax, like. The sun goes down, the stars come out, and all that comes is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you. I'm glad you. I'm glad you came. Servus YouTube und herzlich willkommen zum Start eines neuen Karrieremodus hier auf dem Kanal in FIFA 16. Wir hatten ja schon wirklich alle Ligen hier auf dem Kanal vertreten, bis auf eben eine Liga. Und zwar geht es hierbei um die Primera División aus Spanien, die Liga BBVA. Da blieb es ja immer so ein bisschen aus mit einem Karrieremodus, aber jetzt starten wir eben auch in unser Abenteuer in die Liga BBVA hinein mit Atletico Madrid, mit meinem, ich würde mal sagen, vierten Verein, für den ich entweder Sympathien habe oder von dem ich Fan bin. Wir haben ja jetzt schon mit Bayern und Liverpool meine zwei Lieblingsvereine. Bayern steht natürlich immer noch ganz klar über Liverpool. Und jetzt eben auch vor knapp einer Woche mit dem AC Milan und jetzt mit Atletico Madrid die beiden Vereine, für die ich große Sympathien pflege, jetzt hier eben auf dem Kanal, aber es sollte eigentlich auch schon zu FIFA 15 Zeiten zu einer Atletico Madrid Karriere kommen. Ich glaube, ich habe das Thumbnail jetzt nicht mehr auf meinem PC. Übrigens einfach mal dieser Vergleich von den damaligen Thumbnails zu den heutigen Thumbnails ist auf jeden Fall immens groß. Also man merkt schon, ich finde es selber zumindest, ihr könnt das mal gerne unten in die Kommentare schreiben, wie sich der Kanal so entwickelt hat. Ich finde, das ist sehr positiv, Mikrofonqualität, Kommentierstil, und auch die Thumbnails, ich finde, das ist alles so ein bisschen professioneller geworden. Finde das auch deutlich besser, als es eben damals der Fall war. Könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben, wieso Atletico Madrid, fragen sich die meisten, denke ich mal. Also wie gesagt, ich habe Sympathien für diesen Verein. Das Ganze in der Saison, wo Atletico Madrid eben die Meisterschaft geholt hat. Ich habe mich ja eigentlich nicht so für die Liga BBVA interessiert, aber dann habe ich plötzlich gesehen, was, da ist ein Verein, der nicht Real Madrid oder Barcelona heißt, einfach mal mitten im Titelrennen. Hat mir dann so ein paar Spiele angeguckt und fand das einfach genial. Habe einfach mal wirklich erstaunt da mal auf meinem Stuhl gesessen vor meinem PC, habe die Spiele mir mal angeguckt und war wirklich erstaunt, dachte mir, wow, so eine Mannschaft, die zwar auch geldmäßig große Mittel hat, auch eine starke Mannschaft hat, aber nicht mal annähernd im Vergleich
zu Atletico Madrid, zu Real Madrid oder eben zum FC Barcelona zum Vergleich. Hat jetzt nicht unbedingt die starke Mannschaft, hat zwar Geldmittel, hat auch ein paar starke Spieler, aber so viel, wie da gekämpft wird in diesen Spielen, um eben zu gewinnen, um zu punkten, um den Anschluss nicht zu verlieren, das hat mich einfach erstaunt und so habe ich eben Sympathien entwickelt. Am Ende hat man tatsächlich die La Liga gewonnen, im Champions-League-Finale leider Gottes in der Nachspielzeit. Das Kopfballtor von Sergio Ramos und am Ende dann auch verloren, 4:1 in der Verlängerung, echt eine harte Klatsche war es am Ende. Aber trotz alledem dachte ich mir, ich bleibe einfach hier nicht unbedingt Fan, aber meine Sympathien für Atletico Madrid, die bleiben einfach weiterhin und sie sind weiterhin geblieben. Ich freue mich einfach, wenn ich da mal sehe, dass Atletico Madrid ein Spiel gewonnen hat. Ich versuche auch so viel eben mitzukriegen wie möglich, schaue mir eben auch News an, gucke dann manchmal auch in die Champions League rein bei den Spielen von Atletico Madrid, finde ich eigentlich auch immer interessant. Gegen PSV Eindhoven, unglaubliches Spiel. Atletico Madrid war eigentlich in beiden Spielen besser, nur keine Tore und am Ende 16 Elfmeter, also das war wirklich ein Elfmeterschießen, das war ein richtiges Krimi, um ehrlich zu sein, dachte ich, dass Atletico Madrid rausfliegen wird. Weil eigentlich Atletico so von den Elfmetern ein bisschen unsicherer gewirkt hat als eben PSV Eindhoven. Aber am Ende ist man weitergekommen. Die Auslosung für das Viertelfinale ist jetzt, glaube ich, knapp eine Viertelstunde her. Und Atletico Madrid hat das bittere Los mit dem FC Barcelona bekommen. Das ist natürlich mehr als nur bitter, aber ich bin wirklich jetzt vor allem noch viel mehr auf Seiten von Atletico Madrid, weil ich einfach hoffe, dass die es vielleicht schaffen könnten, Barcelona rauszuschmeißen. Wäre natürlich als Bayern-Fan die absolute Priorität, da schon mal den größten Konkurrenten rauszuhaben. Aber Barcelona ist eine harte Nuss zu knacken. Dieses Jahr so stark wie noch nie mit MSN da vorne. Und das gilt es natürlich auch hier in diesem Karrieremodus zu schaffen. Wir wollen La Liga gewinnen. Wir wollen den Copa del Rey gewinnen. Wir wollen in der Champions League groß auftrumpfen. Das ist das Ziel, beziehungsweise das sind die Ziele dieses Atletico Madrid Karrieremodus. Und mit dabei seid natürlich ihr, meine DGTV Army, die mich hier unterstützen wird bei diesem Atletico Madrid Karrieremodus. Als ich das erste Mal in die Mannschaft reingeschaut habe, war ich schon wirklich sehr erstaunt, was Atletico Madrid so an Talenten zu bieten hat. Also wir schauen mal in den Teambericht rein. Wir haben hier mit Jan Oblak einen der teuersten Torhüter auf der gesamten Welt, 82er Gesamtbewertung, 22 Jahre alt. Also da haben wir auf jeden Fall nichts zu befürchten für die Torwartposition. Schreiten zur Verteidigung, da sind wir eigentlich auch sehr gut aufgestellt. Juan Fran, 30 Jahre alt, ist auf jeden Fall ein vor allem sehr schneller Rechtsverteidiger, was ich gar nicht erwartet hatte, mit 30 Jahren, 89 Sprintgeschwindigkeit, 91 Ausdauer. Also der kann wirklich über 90 Minuten hinweg durchsprinten. Die Innenverteidigung mit Diego Godin und José María Jiménez ist auf jeden Fall auch sehr stark aufgestellt. Godin, würde ich mal sagen, ist so ein bisschen wie so in der Vaterrolle, wie ich finde, für einen José María Jiménez. Die kommen beide aus Uruguay. Jiménez mit 20 Jahren schon bei einer 80er Gesamtbewertung, was auch unglaublich krass ist. Ich finde, die sind sehr ähnlich zueinander. Godin ist auch sehr schnell, viel Sprungkraft, beide sind unglaublich zweikampfstark, also da müssen wir uns auch erstmal keine Sorgen machen, aber ich werde dazu auch nochmal was sagen, aber dazu erstmal später was. Linksverteidigung ist eigentlich auch nicht schlecht aufgestellt mit Felipe Luis, den man hier wieder von Chelsea zurückgeholt hat, also erstmal für ein bisschen mehr Geld verkauft und für weniger Geld wieder zurückgeholt, hat bei Chelsea jetzt nicht unbedingt mehr als die Reservistenrolle einnehmen können. Mittelfeld ist dann wieder sehr stark aufgestellt. Wir haben ja immer Gabi, den Kapitän der Mannschaft, den werden wir nicht verkaufen. Er ist der Führungsspieler hier von dieser, ich würde mal schon sagen, sehr jungen Mannschaft. Also es gibt natürlich ein paar ältere Spieler, wie man gerade schon gesehen hat. Aber es gibt auch einige sehr junge Spieler, zu denen wir gleich kommen werden. Und einen Kapitän zu verkaufen ist immer so, es ist immer schwer. Weil es wird immer Leute geben, die dagegen sein werden, einen Kapitän einer Mannschaft zu verkaufen. Und deswegen werden wir Gabi nicht verkaufen, auch wenn er 31 Jahre alt ist. Ich glaube, es gab schon mal ein Angebot aus China für den Spanier, für den Kapitän der Atleti, aber trotz alledem wurde er nicht verkauft und so wird das Ganze hier auch im Karrieremodus aussehen. Dann kommen wir zu einem Spieler, den man vielleicht auch schon aus der Manchester United-Karriere kennen sollte. Übrigens, was ich glaube ich vergessen hatte zu erwähnen, die Atletico Madrid-Karriere wird eine One-Season-Karriere werden. Das heißt, eine Saison und dann wird die Karriere vorbei sein. Das heißt, die Karriere wird auch vielleicht nur ein bisschen mehr als einen Monat gehen. Und in dieser Zeit wird es keine weitere Folge der Manchester United-Karriere geben. Wenn die Karriere eben vorbei sein sollte mit Atletico Madrid, dann wird es wieder weitergehen mit Manchester United. Koke, finde ich, ist auch so ein bisschen der kleine Gabi, würde ich schon sagen. Also mit seinem Alter 23 Jahre schon eine 83er Gesamtbewertung, sehr flexibel einsetzbar. Finde ich als Flügelspieler alles andere als brauchbar. Das gleiche galt auch mal für Arda Turan. Ich fand, der ist viel mehr Zehner als Flügelspieler, aber wurde von Simeone, glaube ich, schon ein bisschen so dazu gezwungen, auf die Flügel immer auszuweichen.
Koke wird bei uns hauptsächlich im zentralen Mittelfeld agieren als Zehner oder eben als Achter. Sechser ist jetzt, glaube ich, nicht so sein Ding. Also ich finde, er ist wirklich einer, wenn er eben nicht wechseln sollte, wird ja öfters mal mit Vereinen wie Bayern, Manchester City und so weiter in Verbindung gebracht, dann könnte der in vielen Jahren einer der Führungsspieler werden. Quasi der zweite Gabi, wenn der in den Ruhestand gehen sollte. Oliver Torres, den kennen wir auch schon aus der Liverpool-Karriere. Unglaubliches Talent. 20 Jahre Koke ebenfalls auch noch mit viel Luft nach oben. Unglaubliches Talent für die 10er-Position. Oliver Torres kann auch als 8er oder als, glaube ich, rechts Mittelfeld agieren. Da wird er, denke ich mal, auch nicht so oft zum Zuge kommen. Aber für das Zentrum haben wir mit Oliver Torres auf jeden Fall einen sehr starken Spieler mit viel Potenzial nach oben. Und eigentlich schon, wie ich finde, für das zentrale Mittelfeld brauchen wir nicht so viel machen. Weil wir haben wirklich mit Spielern wie Torres, mit Koke, und da werden wir auch noch gleich mal zu ein paar Spielern kommen, haben wir eigentlich schon wirklich eine starke Mannschaft für die Zukunft. Und da kommen wir zum nächsten großen Talent hier für den Atletico Madrid Karrieremodus. Mit Angel Correa, 77er Gesamtbewertung mit 20 Jahren als Stürmer bzw. Zehner, haben wir, wie gesagt, für das zentrale Mittelfeld bzw. auch schon so halb für die Stürmerposition gut vorgesorgt. Der Argentinier hat viel Luft nach oben, wird auch, glaube ich, öfters mal mit einem Messi verglichen, ne? Aber dazu will ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht so viel sagen. Wir schauen mal, wie sich Correa hier in diesem Karrieremodus machen wird. Er hat viel Potenzial nach oben, mal schauen, wie er dieses eben nutzen wird. Antoine Griezmann ist dann wirklich der Schlüsselspieler hier in diesem Karrieremodus. Man hat es auch schon am Intro gesehen, das war nicht unbedingt viel mit Atletico Madrid, das war viel mit Antoine Griezmann, was natürlich nicht daran lag, dass ich kein passendes Video für Atletico Madrid gefunden habe. Ach nein, wie kommt ihr bloß auf sowas? Also Antoine Griezmann ist für mich so der Schlüsselmann hier für die Offensive bei Atletico Madrid, kann auch auf dem linken oder rechten Flügel spielen. Und was ich ganz da jetzt schon vorab machen werde, ist, dass ich irgendwelche Transferangebote direkt untersagen werde, weil der wird auf jeden Fall hier bei Atletico Madrid bleiben. Also als Bayern-Fan hoffe ich natürlich vielleicht, dass er irgendwann mal zu Bayern wechseln wird, aber das wäre auch alles andere als irgendwie gut für seine Karriere. Deswegen hoffe ich einfach, dass er so lange wie möglich in echt und auch natürlich hier im Karrieremodus bei Atletico Madrid bleibt. Wir kommen zum ersten Neuzugang, neben dem alten Neuzugang Felipe Luis, Yannick Ferreira. Wir kommen zum ersten richtigen Neuzugang, keinem Alt-Neuspieler, sondern eben Yannick Ferreira Carrasco, ein absoluter Newcomer. Hier in der Liga BBVA gekommen vom AS Monaco aus der Ligue 1. Für hier steht es knapp 16 Millionen. Ich glaube, es waren in echt auch irgendwie so in diesem Bereich, so zwischen 10 und 20 Millionen, die man da gezahlt hat für den Belgier. Ich finde, die Flügelposition ist so unser größtes Problem hier bei Atletico Madrid. Oder beziehungsweise hier im Atletico Madrid Karrieremodus. Und da wird auf jeden Fall noch ein bisschen Bedarf sein. Aber wir haben mit Yannick Ferreira Carrasco auf jeden Fall einen sehr talentierten Mann für die linke Flügelposition. Augusto Fernandes ist, glaube ich, Neuzugang aus der Wintertransferphase, wurde plötzlich verpflichtet, weil Thiago sich für längere Zeit, also der Thiago hier von Atletico Madrid aus Portugal, sich für längere Zeit verletzt hat, wurde deswegen eben verpflichtet und zeigt damit nochmal, dass wir hier wirklich für das zentrale Mittelfeld sehr gut aufgestellt sind. Jesus James oder Jesus Games, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, vielleicht weiß da jemand besser Bescheid. Also ich lerne zwar Spanisch in der Schule, beziehungsweise hab's gelernt, also ich bin auf jeden Fall alles andere als irgendwie gut in der Sprache gewesen, beziehungsweise bin auf jeden Fall alles andere als gut darin, aber ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, wie der Name hier ausgesprochen wird, ob James oder Games, spielt aber, denke ich mal, keine Rolle, weil er auch keine große Rolle spielt. Jesus James, Jesus Games, egal, wir nennen ihn einfach Jesus. Also Jesus spielt hier nicht unbedingt die große Rolle, ist sogar noch älter als Juan Fran, was ihn jetzt nicht unbedingt für mich so attraktiv macht als Backup für die Rechtsverteidigerposition. Wird tatsächlich einer der einzigen Spieler sein, den wir auf die Transferliste setzen. Matthias Kranevitter ist dann ebenfalls ein sehr großes Talent für die Sechserposition, den wir hier haben. Ebenfalls Argentinier, 22 Jahre jung, hat auf jeden Fall Luft nach oben. Das gleiche gilt auch für einen ja sehr ähnlichen Spieler, Saúl. Und zwar ist der, glaube ich, der mit Abstand flexibelste Spieler. Schaut euch das einfach mal an. Er kann als Sechser, Achter, Rechtsmittelfeld und Innenverteidiger spielen. Das ist auf jeden Fall mehr als nur krass. Also Saúl Ñíguez heißt er, glaube ich, mit vollem Namen. Ist wirklich die Zukunft hier von Atletico Madrid für das zentrale Mittelfeld, für die Sechserposition oder eben für die Achterposition. Also der ist wirklich unglaublich flexibel. Es gab schon Angebote, glaube ich, von Arsenal und auch von ganz vielen anderen Vereinen, aber jedes Mal hat man das Angebot abgelehnt, weil man eben für die Zukunft plant mit einem Saúl Ñíguez. Und das Gleiche werden wir hier natürlich auch im Karrieremodus machen.
Luciano Vietto ist dann ebenfalls einer der Neuzugänge der Sommertransferphase gekommen vom FC Villarreal. Wir sehen hier, seine Werte sehen sehr stark aus. Hat viel Luft nach oben generell. Hier bei Atletico Madrid haben wir eine unglaublich starke Mannschaft vom Potenzial und ich hoffe wirklich, dass diese Mannschaft das Potenzial auch wirklich ausschöpfen kann. 87 Balance, 82 Reaktion, 85 Stellungsspiel, 86 Dribbling, 85 Ballkontrolle, 82 Effet, 83 Volleys und 84 Abschluss. Der hat auf jeden Fall sehr starke Werte, das waren jetzt alles seine Werte im dunkelgrünen Bereich. Ist gerade mal 21 Jahre alt und hat jetzt schon eine 79er Gesamtbewertung, also der ist auf jeden Fall die Nummer 2 hinter Antoine Griezmann für die Stürmerposition, weil ich eben Correa eher als Zehner plane. Mit Stefan Savic haben wir hier den letzten Neuzugang, momentan nicht mehr als Rotationsspieler hier bei Atletico Madrid und das habe ich auch momentan vor. Also ihr könnt mir das gerne unten in die Kommentare schreiben. Steht hier im Karrieremodus zumindest ein Savic über Jimenez oder soll es so bleiben, wie es momentan ist? Innenverteidigung besteht aus Godin und Jimenez. Das könnt ihr mir sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten haben wir hier noch Miguel Moya und die ganzen jungen Spieler, die eben noch kein Bild haben für den Karrieremodus, könnte ich eigentlich auch alle einfügen, aber gut, war ich jetzt, um ehrlich zu sein, so ein bisschen zu faul für. Habe ich alle schon auf die Leihliste getan, also da habe ich, um ehrlich zu sein, nicht viel vor, mit denen zu planen, bis auf mit den beiden hier. Tomas und Lucas Hernandez, beide noch sehr jung, Tomas schon 22, aber hat immerhin weiterhin das Potenzial, ein guter Spieler zu werden. Der Youngster hier aus Ghana und Lucas Hernandez, vielleicht die Zukunft für die französische Innenverteidigung, den wir hier haben, gerade mal 19 Jahre alt, 66er Gesamtbewertung, kann, glaube ich, auch als Rechtsverteidiger, nee, Linksverteidiger war es. Neben Innenverteidiger kann er auch als Linksverteidiger spielen, wie gesagt, gerade mal 19 Jahre jung, also da haben wir auf jeden Fall zwei Spieler, die ich auf jeden Fall versuchen werde zu fördern hier für den Karrieremodus. Und die natürlich auch, wie ich es zumindest plane, öfters mal Einsatzzeiten bekommen gegen kleinere Teams aus der Liga BBVA oder mal am Anfang des Copa del Reyes. Dani Espero hatte ich nicht, doch hatte ich auf die Leihliste gesetzt. Ansonsten haben wir hier noch den Routinier Thiago, der momentan verletzt ist. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn wirklich groß mit einbeziehen soll in die Mannschaft. Er ist, glaube ich, ein echt Stammspieler, deswegen werde ich versuchen, ihm so viele Einsätze zu geben, wie es möglich ist. Aber das könnt ihr mir auch sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Soll ein Thiago Stammspieler sein, soll er Rotationsspieler sein oder soll er mehr die Reservistenrolle in der Reserve übernehmen? Also das könnt ihr mir auf jeden Fall sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Und jetzt kommt es eben, ja, jetzt haben wir hier auch noch Fernando Torres, El Nino, gerade wollte ich zu den Leihspielern kommen, die wir momentan alle verliehen haben, aber hier haben wir noch eben einen Spieler geliehen von Milan, hier steht verliehen an Atletico Madrid, gut, das ist natürlich logisch, den haben wir natürlich auch in der Milan-Karriere im Teambericht vorhanden. Fernando Torres, El Nino, war ja am Anfang seiner Karriere bei Atletico Madrid und jetzt kehrt er eben wieder zurück, hat vor kurzem, glaube ich, erst die 100-Tore-Marke geknackt für Atletico Madrid. Ich plane, um ehrlich zu sein, nicht so viel mit ihm. Also ich finde, mit dem Wechsel zu Chelsea hat er seine Karriere komplett zerstört, auch wenn er jetzt nicht unbedingt so unerfolgreich war bei Chelsea, hat immerhin die Champions League gewonnen mit denen, mit den Blues. Aber trotz alledem war er nicht mehr als unbedingt Rotationsspieler, beziehungsweise wurde seine Ablöse halt alles andere als gerecht. Deswegen habe ich, um ehrlich zu sein, vor, einen Torres hinter Correa, falls es da mal eng werden sollte für die Stürmerposition, oder einen Luciano Vietto zu setzen. Und jetzt kommen wir auch eben mal zu den verliehenen Spielern. Ich habe zwei Spieler von diesen ganzen verliehenen Spielern vor, zurückzuholen. Einmal wäre das Javier Manquillo und daneben auch ganz vielleicht noch Miranda. Ich weiß nicht, brauchen wir noch einen Innenverteidiger? Wenn ja, dann würde ich den Brasilianer zurückholen. Und das wird auch die Interaktion der ersten Folge sein. Sollen wir Miranda eben zurückholen? Sollen wir die Leihe an Inter Mailand abbrechen? Oder soll die Leihe fortgesetzt werden? Was, denke ich mal, realistischer wäre. Aber wir brauchen nun mal vielleicht noch einen Innenverteidiger. Neben Jimenez, Godin und neben Savic. Ich denke mal, Lucas Hernandez war es, glaube ich, ist noch ein bisschen zu weit weg, um Stammspieler zu sein, beziehungsweise um mehr als eben Rotationsspieler zu sein. Deswegen, wenn es da mal eng werden sollte, dann haben wir nicht viel dahinter. Deswegen, sollen wir einen Miranda zurückholen oder soll der bei Inter Mailand bleiben? Ich finde, die Werte von ihm sehen echt richtig stark aus. Er ist unglaublich schnell, er hat viel Abfang, faire Zweikampf, Kopfballpräzision, Manndeckung, Grätsche, das passt alles bei ihm. Und er weiß natürlich, wie man hier bei Atletico Madrid in der Liga BVA zu spielen hat, deswegen wäre, denke ich mal, ein Miranda jetzt nicht unbedingt schlecht, den wieder zurückzuholen, aber das müsst ihr eben entscheiden. Strawpolink findet ihr auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Und für die Leute, die sich jetzt fragen, wieso Manquillo? Der ist gerade mal 21 Jahre alt, hat ein 72er Potenzial, kam, glaube ich, vom FC Liverpool, ist momentan an Marseille verliehen.
kann Rechts- und Linksverteidiger spielen und hat ein Potenzial von 83. Das heißt, der würde auf jeden Fall nochmal steigen in der Gesamtbewertung. Und das wird auf jeden Fall auch eine weitere Frage sein, die nicht im Strawpool beantwortet wird. Aber das ist eben die Frage, die ich jetzt so habe an euch Zuschauer. Ich werde, wie gesagt, Jesus James oder Jesus, wie gesagt, ich glaube, ich nenne ihn jetzt einfach nur noch Jesus. Wir werden auf jeden Fall Jesus, den Rotationsspieler, für die Rechtsverteidigung verkaufen. Und wir müssen da jetzt nicht unbedingt nochmal nachhelfen. Wir können doch einfach die Leihe von Manquillo abbrechen und hätten da schon unseren perfekten Backup für Rechts- sowie Linksverteidigung. Das könnt ihr mir auf jeden Fall sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und da würde ich sagen, wir sind mit unserem Kader durch. Wir sind mit dem Teambericht durch und kommen jetzt mal zur Wunschliste. Ich glaube, das ist die kleinste Wunschliste, die ich jemals in einem Karrieremodus hatte, mit gerade mal 3, 4, 5, 6, 7 Spielern, die wir hier auf der Wunschliste haben. Es gibt, um ehrlich zu sein, aber auch nicht viele Positionen, wo wir nachhelfen müssen. Die Stürmerposition ist ein bisschen sehr eng bedeckt mit Griezmann, mit Vieto und Fernando Torres. Wie gesagt, Correa plane ich eher als Zehner. Torres ist nur geliehen und finde ich, um ehrlich zu sein, jetzt auch nicht so prickelnd für die Stürmerposition. Wir haben aber, wir kommen jetzt erstmal zu den anderen Positionen. Für die Flügelposition, die ebenfalls ein bisschen auch alles andere als irgendwie groß bedeckt ist, haben wir hier einmal Gökhan Töre und Diogo Jota, oder ja, spanische Aussprache mal wieder. Jota, auf jeden Fall haben wir hier diesen jungen Mann, 18 Jahre gerade mal alt, von Paços Ferreira, kommt glaube ich aus Portugal müsste es sein, hat ein 86er Potenzial. Jetzt habe ich ihn glaube ich von der Wunschliste entfernt, oh mein Gott. Ich glaube, in meiner ganzen Zeit als Karrieremodus-YouTuber hatte ich noch nie so eine kleine Wunschliste. Es gibt aber, um ehrlich zu sein, auch bei Atletico Madrid nicht so viel zu machen. Deswegen wird das auch jetzt nicht unbedingt die längste Transferfolge werden. Wir haben hier erstmal viele Stürmer, wie man sehen kann. Mit Islam Slimani, Diego Costa, Edinson Cavani und Radamel Falcao. Aber wir kommen jetzt erstmal zu den anderen Positionen. Es gibt nämlich zwei Bereiche in dieser Mannschaft, die so ein bisschen, ich würde mal sagen, zu schmal bedeckt sind. Einmal die Flügelposition, das hatte ich ja schon erwähnt. Man hat gesehen, wir haben nicht viele auf den Flügeln. Wir haben einen Yannick Ferreira Carrasco, der ist wirklich ein richtiger Flügelspieler. Aber daneben nur Spieler, die so Halbflügelspieler sind. Griezmann kann zwar links und rechts spielen, aber das ist auch nicht genug. Der ist ja eigentlich als erster Stürmer geplant. Und daneben Spieler wie Saúl, der ist kein Flügelspieler. Cook ist auch kein Flügelspieler. Correa würde noch als Halbflügelspieler durchgehen. Und ansonsten haben wir da nichts. Wir haben hier einmal Gökhan Töre von Beşiktaş, vielleicht der nächste türkische Nationalspieler, der hier eben als quasi zweiter Arda Turan zu Atletico Madrid wechseln könnte. Von Beşiktaş Istanbul, die ja momentan im Kampf sind um die Krone in der Super League. Da werden wir auf jeden Fall erstmal scouten. Und das gleiche gilt auch für Diego Jota von Paços Ferreira aus der portugiesischen Liga 1OS. Der Mann hat auf jeden Fall viel Potenzial. Der Youngster, gerade mal 18 Jahre alt, als Linksflügel ist er natürlich auch eher als Backup geplant. Links wäre dann ein Ferreira Carrasco gesetzt. Rechts hätten wir dann eben Gökhan Töre, falls er kommen sollte. Und das Backup für links wäre Diego Jota und das Backup für rechts wäre dann Angel Correa, müsste er dann manchmal einspringen auf rechts. Also so habe ich das Ganze geplant. Der Youngster hat viel Potenzial, der portugiesische Youngster. Gerade mal 18 Jahre jung, kann als Linksflügel und als Stürmer spielen und hat ein Potenzial von 86. Das gleiche gilt, glaube ich, auch für Gökhan Töre, der hat auch viel Potenzial nach oben. Also das wären jetzt so die zwei Flügelspieler, die auch vom Realismus her am besten wären. Für das zentrale Mittelfeld habe ich ja auch noch Ander Herrera stehen, aber der ist auch nur so, ist jetzt nur so da, weil Atletico Madrid irgendwie öfters mal die Gerüchte, weil es öfters mal die Gerüchte gab, dass Atletico Madrid an ihm interessiert ist. Aber wie ich es auch schon erwähnt hatte, wir haben eigentlich ein sehr breit besetztes Mittelfeld und da jetzt eben noch einen Ander Herrera zu holen, wäre, denke ich mal, unnötig. Vielleicht könnte man darüber reden, wenn ein Thiago nicht mehr da wäre, aber erstmal werde ich ihn scouten. Aber ein Angebot wird es in dieser heutigen Transferfolge nicht geben. Die Stürmerposition, wir haben hier einige Namen. Wir haben Islam Slimani, Diego Costa und Edinson Cavani. Falcao ist hier nur drauf, weil es eben öfters mal das Gerücht gab, dass man ihn vielleicht wieder zurückholen würde. Wieder El Tigre zurück zu Atletico Madrid zu holen. Habe ich aber nicht vor. Geht natürlich auch nicht, weil er momentan an Chelsea verliehen ist und das Ganze jetzt nicht irgendwie von Chelsea aus beendet werden kann, was die Leihe angeht. Das heißt, wir müssen uns auf die drei Stürmer hier konzentrieren. Mit Edinson Cavani, Diego Costa und Islam Slimani. Wen ich persönlich so vom Realismus her am besten fänden würde, wäre tatsächlich der junge 27 Jahre.
Auf jeden Fall den Algerier von Sporting Lissabon. Islam Slimani, 27 Jahre alt, ist momentan in der Blütezeit seiner Karriere und dann dachte ich mir, gut, wieso könnte man es nicht versuchen, es mit dem zu machen? Diego Costa, Edinson Cavani, die sind sogar beide stärker als ein Antoine Griezmann. Das heißt, die würden auf jeden Fall mindestens die Voraussetzungen haben, essentieller Stammspieler hier bei Atletico Madrid zu sein. Deswegen dachte ich mir, wir werden es erstmal mit Islam Slimani versuchen. Also man merkt schon, ich habe, um ehrlich zu sein, nicht viel vor, hier an der Mannschaft zu verändern. Das Ganze liegt einfach daran, dass Atletico Madrid ein Verein ist. Wir werden jetzt hier erstmal ein erstes Angebot von 18 Millionen für Islam Slimani machen und jetzt eben auch auf die Scouting-Berichte von Töre und von Jota warten. Jota, Jota, wie gesagt, spanische Aussprache, ist auf jeden Fall bei mir nicht unbedingt am Start. Islam Slimani wäre, denke ich mal, die beste Option für Atletico Madrid hier als Backup-Stürmer für Antoine Griezmann bzw. als Sturmpartner für Antoine Griezmann. Ich finde, die gleichen sich aus. Ein Slimani ist körperstärker, hat mehr Sprungkraft, ist vielleicht vom Abschluss her auch so ein bisschen, ja gut, vom Abschluss her nicht stärker, aber ist auf jeden Fall so ein bisschen mehr Kopfballmonster. Der typische Mario Gomez halt, wie er damals zumindest war. Heutzutage ist er jetzt auch nicht unbedingt mehr der begabteste Stürmer. Zerschießt aber trotzdem, muss man sagen, die Super League. Ansonsten haben wir dann eben mit Griezmann das komplette Gegenteil. Ist viel schneller, viel ja, begabter am Ball, mehr Dribbling, Ballkontrolle und so weiter. Aber dafür ist eben ein Slimani vom Stellungsspiel her, von der Stärke, Sprungkraft oder auch von der Ausdauer her, Kopfballpräzision natürlich nicht vergessen, der bessere Stürmer. Also ich finde, die beiden gleichen sich aus. Deswegen wäre Islam Slimani mein Wunsch-Sturmpartner. Neben Antoine Griezmann, aber ich werde jetzt auch mal tatsächlich Angebote für Diego Costa und für Edinson Cavani machen. Wir haben hier ein großes Budget von knapp 100 Millionen bei Atletico Madrid, was natürlich auch noch größer werden kann, wenn wir dann weiterkommen sollten im Vorbereitungsturnier oder vielleicht sich irgendein Spieler von uns verkauft. Und bei Edinson Cavani werden wir ebenfalls das erste Angebot machen in Höhe von, ja, ich würde mal sagen 35 Millionen, die wir da erstmal bieten werden für den Uruguayer von Paris Saint-Germain. Und ich würde sagen, ich werde das Ganze hier wieder zusammenschneiden, damit das Video jetzt nicht unbedingt Überlänge hat. Wir sehen uns dann, wenn irgendeiner der Vereine auf die Angebote geantwortet hat. So, bevor wir jetzt zum ganzen Hin und Her mit den Transfers kommen, nochmal ganz kurz die Ziele vom Vorstand, die wir bekommen haben. Das Pokalziel einmal national ist das Viertelfinale zu erreichen und das Ligaziel ist die Champions League Qualifikation. Das heißt, wir haben auf jeden Fall, wie ich finde, faire Ziele hier vom Vorstand bekommen. Ansonsten Godin Verletzungsupdate, der ist auf jeden Fall mit einem Schienbeinbruch verletzt, also der wird auf jeden Fall für die Vorbereitung ausfallen. Vielleicht wird er am ersten Spieltag fit sein, 100% weiß man noch nicht, aber das müssen wir eben abwarten, ne? Wie es da weitergeht mit dem Uruguayer. Ich weiß nicht, hat er die Verletzung irgendwie aus der Copa America, ich weiß es nicht. Also auf den müssen wir jetzt erstmal für die Vorbereitung verzichten und ich würde sagen, jetzt eben der Cut, bis wir uns dann eben wiedersehen bei irgendwelchen Transfers. So, der erste Verein, der antwortet, ist tatsächlich der FC Chelsea, die 76 Millionen für den Spanier Diego Costa verlangen. Ja, jetzt ist die Frage, können wir die Ablöse irgendwie so ein bisschen runterziehen? Es gibt jetzt irgendwie keinen Spieler, den ich da freiwillig irgendwie reingeben würde. Das heißt, wir müssen das Ganze tatsächlich mit Geld bezahlen. 45 Millionen, das erweiterte Angebot für den Ex-Atletico Madrid-Stürmer Diego Costa, der alles andere als irgendwie beliebt in der Fußballwelt bzw. in der Barclays Premier League ist und auch das Ziel, genau. Und ist auch noch das Ziel hier für die Champions League Halbfinale erreichen. Das ist auf jeden Fall ein sehr hochgestecktes Ziel, was aber, glaube ich, wenn wir die Transfers tätigen und wenn wir gut eben in unserem Flow sind, auf jeden Fall ein machbares Ziel ist. So, und Sporting Lissabon verlangt tatsächlich 31,5 Millionen, was auf jeden Fall eine sehr hohe Summe ist für Islam Slimani. Da werden wir jetzt erstmal so ein bisschen höher gehen auf 22 Millionen für den Algerier von Sporting Lissabon. Erstes Spiel jetzt hier auch im Vorbereitungsturnier gegen die Roma. Gegen den AS Rom geht es ran und auch PSG 63,5 Millionen. Die haben hier auch Vorstellungen, das ist unglaublich. Gehen wir erstmal 5 Millionen höher auf 40 Millionen für den Uruguayer Edinson Cavani von Paris Saint-Germain, der auch, glaube ich, nicht unbedingt Erststürmer ist. Das Ganze liegt natürlich auch daran, dass ein Zlatan Ibrahimovic sich, glaube ich, in der Blütezeit seiner Karriere befindet und das mit 34 Jahren. Unglaublich, würde ich mal sagen. So, wir müssen auf jeden Fall auf die Spieler Jimenez und, ja, wer war es denn noch? Ja, Godin ist verletzt. Gut, Jimenez, der einzige Spieler, der jetzt unterwegs ist bei der Copa America. Wir müssen auf die eigentlichen beiden Stamminnenverteidiger verzichten, ne? Hier für die Vorbereitung Jimenez bei der Copa America und Diego Godin verletzt jetzt das erste Spiel in der Vorbereitung. Das Ganze hier im 4-4-2-System. Mal schauen, wie das Ganze hier funktionieren wird. Erstes Spiel
direkt gegen Rom ist auf jeden Fall alles andere als ein leichter Gegner. Die haben auch wirklich sehr starke Spieler, Sharawi, Salah, Strootmann. Und da erwähnt man gerade El Sharawi, der bringt hier tatsächlich die Roma in Führung. Fernando Torres verletzt sich, Griezmann dafür rein. Der andere Torres für Saúl ins Spiel. Zwei Torres hier einfach mal, einmal Fernando und einmal Olivier Torres. Und es wird nicht beim 1-0 für Rom bleiben. Luciano Vietto in der 89. Minute mit dem entscheidenden Ausgleich hier, der uns wenigstens einen Punkt beschert und ich glaube auch die anderen beiden Vereine, Leverkusen und Juventus Turin waren es. Sehr starke Trainingseinheit hier, Hernandez verbessert sich schon mal in einigen Werten. Und ich glaube auch die anderen beiden Vereine haben tatsächlich unentschieden gespielt. Spieler verletzt, Fernando Torres zwei Tage verletzt mit einer Ellenbogenverletzung. Gut, es ist jetzt nicht unbedingt so schlimm. Torres sowieso jetzt nicht unbedingt der essentielle Stammspieler, aber trotz alledem keine schlimme Verletzung. Für El Nino Sevilla an einer Verpflichtung von Miguel Moya interessiert. Ja, wir könnten ihn natürlich verkaufen. Also, der ist natürlich alles andere als jetzt irgendwie unser erster Keeper. Und auch in echt plant man deutlich mehr mit Jan Oblak für die Zukunft als mit Miguel Moya. Die sind ja beide in der gleichen Transferzeit gekommen, nachdem ein Thibaut Courtois wieder zurück zu Chelsea gegangen ist. Da werden wir erstmal auf 25 Millionen hochgehen. Mal schauen, ob der Europa-League-Sieger der letzten Saison das Ganze auch bezahlen wird. Haben ja viel eingenommen durch den Sieg der Europa League und natürlich auch durch, oder sei es jetzt auch durch irgendwelche Verkäufe von Spielern wie Carlos Bacca, der jetzt zu AC Milan gewechselt ist. Übrigens, checkt auf jeden Fall auch die AC Milan-Karriere aus. Für die Leute, die die Karriere noch nicht kennen sollten, checkt auf jeden Fall auch mal die AC Milan-Karriere aus. Ist, wie ich finde, auf jeden Fall eine sehr coole Karriere bisher. Diego Costa weiterhin, Chelsea stur, 76 Millionen, die wir zahlen müssten. Das ist viel Geld, das ist viel Asche, die Chelsea da natürlich verlangt für den Spanier, aber das ist natürlich auch kein Wunder. Er ist immerhin einer der besten Stürmer der Welt, nicht der beliebteste, aber von der Qualität her. Wenn er denn mal jetzt mal irgendwie so ein bisschen nicht unbedingt für Schlagzeilen sorgt, ist er wirklich einer der besten Stürmer der Welt. Und jetzt auch der Abschlussbericht für Gökhan Töre. 13,5 Millionen Marktwert, wir machen mal ein erstes Angebot. Das ist auf jeden Fall eine harte Transferphase momentan. Slimani 31,5 Millionen. Sporting Lissabon bleibt auf jeden Fall mehr als nur stur für den Algerier. Da ist natürlich der absolute Leistungsträger. Also kann ich es schon verstehen, dass man da bei Sporting Lissabon bei den Portugiesen den ungern abgeben würde. Und auch bei Cavani ist man stur. Das Ganze, obwohl ein Cavani, denke ich mal, alles andere als zufrieden ist. Bei Paris Saint-Germain, da werden wir jetzt wieder mal um 5 Millionen hochgehen. Von 35 jetzt mittlerweile schon auf 45 Millionen hoch für den Uruguayer von Paris Saint-Germain. So, wir müssen auf jeden Fall so ein bisschen umstellen, weil ein Fernando Torres jetzt von der Fitness her, die zwei Tage, die er verletzt war, alles andere als absolut fit aussieht. Ansonsten vielleicht noch irgendwen in die Startaufstellung, mal in Korea vielleicht für Vietto, Thomas darf von Anfang an spielen für Thiago, Kranevita für Fernandes und ja, Innenverteidigung können wir leider Gottes nichts austauschen. Müssen wir jetzt erstmal so lassen, wie es momentan ist. Also ein bisschen Rotation jetzt hier für das nächste Spiel gegen Juventus Turin, die nicht unentschieden gespielt haben. Also da habe ich mich ein bisschen verplappert, sondern verloren haben gegen Bayer Leverkusen. Dann schauen wir mal, mit welcher Formation die hier antreten. Also mir ist das Vorbereitungsturnier, um ehrlich zu sein, ziemlich egal, weil wir hier natürlich mehr auf Rotation aus sind, als jetzt irgendwie hier mit der besten Mannschaft unbedingt anzutreten. Was momentan natürlich auch nicht möglich ist, weil Spieler eben wie Jimenez oder Godin fehlen. Felipe Luis mit Gelb. Das einzige Highlight der ersten 45 Minuten. Chiellini für Blanco ins Spiel hinein. Asamoah macht das 1-0 für Juventus. Chiellini mit Gelb. Hernandez für Savic ins Spiel hinein. Correa macht den Ausgleich und es wird das zweite Unentschieden. Hier im Vorbereitungsturnier jetzt ist die Frage, können wir es überhaupt schaffen, die nächste Runde zu erreichen? Wie gesagt, ist mir jetzt nicht so wichtig. Turin auf Platz 3, Rom auf 4 und Leverkusen dominiert hier irgendwie unsere Gruppe. Das ist unglaublich. Schon den zweiten Sieg eingefahren, also der deutsche Club hier neben Turin, Atletico Madrid und Rom tatsächlich der stärkste. So, Chelsea bleibt tatsächlich weiterhin stur. Letztes Angebot jetzt in Höhen von 55 Millionen bewegen wir uns mittlerweile. Das ist auf jeden Fall viel Geld für einen Stürmer wie Diego Costa, aber da ist das, denke ich mal, auch wert. Wenn wir den bekommen sollten, Beşiktaş schon mal direkt mit dem ersten abgelehnten Angebot, da werden wir uns auf 18 Millionen hochbegeben. Für Gökhan Töre, der, denke ich mal, einer der wichtigsten Spieler sein könnte. Wenn er dann auch wirklich sein Potenzial abrufen kann, dann könnte er wirklich eine absolute Bereicherung sein für unsere Mannschaft. Scouting-Bericht für Ander Herrera ist jetzt, wie gesagt, nicht unbedingt der interessanteste auf der Wunschliste, sondern hier, Diogo Jota,
der linkste Flügelmann aus der portugiesischen Liga, ein US, der wird sich einiges kosten lassen, wie man schon sehen kann. 6 Millionen werden wir jetzt erstmal bieten und dann mal schauen, was Paços Ferreira zu diesem Angebot sagt. Und es ist ein Wunder geschehen. 2 akzeptierte Angebote, einmal Paris Saint-Germain und auch Sporting Lissabon, haben jeweils die Angebote für ihre Stürmer akzeptiert, Islam Slimani und Edinson Cavani. Das heißt, es wird tatsächlich einen zweiten Strawball geben, und zwar welchen dieser beiden Stürmer wir verpflichten sollen. Islam Slimani jetzt erstmal als wichtiger Stammspieler verdient deutlich mehr als zuvor bei Sporting Lissabon, ist natürlich auch klar, der sportliche Unterschied ist natürlich auch groß zwischen Atletico Madrid und Sporting Lissabon. Und auch Edinson Cavani besteht auf eine Gehaltserhöhung. Beide jetzt erstmal als wichtiger Stammspieler. Mal schauen, was sie dazu sagen werden. Ich weiß nicht, ob sie mit der Rolle zufrieden sein werden. Das müssen wir erstmal abwarten. Einfach um Bayer Leverkusen jetzt so ein bisschen zu ärgern, packen wir jetzt mal tatsächlich die bestmöglichste Mannschaft aus. Ob wir damit jetzt gewinnen werden, ist natürlich die andere Sache. Also ich merke schon, Leverkusen als einziger Verein geht hier tatsächlich mit den vollen Magazinen Spiel. Also die gehen hier wirklich mit dem ganzen Arsenal in das Spiel hinein. Gut, Spieler wie Tah, Calhanoglu oder Campbell sitzen auf der Bank. Auch Toprak nur auf der Bank. Griezmann mit dem 1:0 und Kiesing mit dem Ausgleich. Jetzt noch 20 Minuten in der Simulation. Toprak, Calhanoglu, Campbell alle ins Spiel hinein. Und Koke mit dem 2:1 und damit haben wir Leverkusen die perfekte Gruppenphase, so ein bisschen vermiest, aber gut, wir sind Atletico Madrid, wir sind dafür bekannt, ja, den Verein öfters mal Dinge zu vermiesen. Sei es jetzt eben auch die La Liga, wo man plötzlich aus dem Nichts mal einfach die Meisterschaft gewonnen hat, was, denke ich mal, keiner am Anfang der Saison unbedingt erwartet hatte, aber gut, da ist man natürlich bekannt, um einfach mal so ein bisschen die größeren Vereine zu ärgern, beziehungsweise die klaren Favoriten für Spiele. Sevilla akzeptiert die 22 Millionen für Miguel Moya und damit haben wir auf jeden Fall nochmal ordentlich Transfergewinn gemacht an einem zweiten Keeper, nochmal mehr Gewinn gemacht als der Marktwert ist und das deutlich. Marktwert lieber 13 Millionen und wir haben 22 Millionen eingenommen, das ist auf jeden Fall ein guter Deal gewesen. Und sogar Chelsea akzeptiert jetzt das Angebot für Diogo Costa, das heißt, der wird ebenfalls in die Auslosung mit hineinkommen, also es werden 2 Strawpullings unten in der Videobeschreibung zu finden sein. Einmal die Frage eben, ob wir Miranda zurückholen sollen, ob wir die Leihe abbrechen sollen und einmal die Stürmerfrage, welchen der 3 Stürmer wir denn jetzt am Ende verpflichten sollen. Auch bei Gökhan Töre hat man das Angebot akzeptiert und der wird wichtiger Stammspieler. Also ich hoffe, dass er damit auf jeden Fall zufrieden ist. Paços Ferreira hat das Angebot derweil abgelehnt für Diogo Jota. Da werden wir erstmal auf 8 Millionen hochgehen. Für den gerade mal 18-jährigen Edinson Cavani, der will eine größere Rolle spielen, gut. Dann wird der auch, so wie Diego Costa, jetzt den essentiellen Stammspieler bekommen. 240.000 Euro Gehalt und einen 2-Jahres-Vertrag für den Uruguayer gäbe es hier bei Atletico Madrid. Islam Slimani hingegen hat das Vertragsangebot akzeptiert. Das heißt, wir müssen da auf jeden Fall jetzt hoffen, dass das Ganze jetzt irgendwie nicht abläuft, wenn wir jetzt ein bisschen auf Diego Costa und Edinson Cavani warten. Letztes Spiel, na nicht letztes Spiel, vorletztes Spiel jetzt hier im Vorbereitungsturnier, es könnte natürlich aber auch unser letztes sein, das darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Es geht ran gegen die Tottenham Hotspurs, ich habe jetzt einfach mal nichts an der Mannschaft geändert, also die gleiche Mannschaft, die auch schon gegen Bayern 04 Leverkusen erfolgreich war, die momentan 2:0 gegen Beşiktaş Istanbul führen, durch Tore von Cruz und Memedi. Man merkt schon, unser Spiel hier absolut interessant, bisher nur gelbe Karten und ein paar Einwechslungen. Zu sehen, Eriksen jetzt mit dem 1:0 für Tottenham, jetzt noch 20 Minuten zu spielen, kommt da noch ein Ausgleich von unserer Mannschaft, sieht so aus und am Ende gewinnen wir sogar. Nach Elfmeterschießen 5:4 gewonnen, Hernandez ins Spiel hineingewechselt, nee, Fernandes war es, Versprecher, Verbrecher, der da ins Spiel eingewechselt wurde und dann am Ende auch den Ausgleich geschossen hat. Also das war auf jeden Fall sehr stark, die Einwechslung, die da vom Assistenztrainer getätigt wurde. Jetzt das letzte Spiel, das Finale im Vorbereitungsturnier und ganz viele akzeptierte Angebote. Unter anderem Gökhan Töre, Paços Ferreira, Edinson Cavani und Diego Costa. Das heißt erstmal das Ganze nach der Reihenfolge. So, wir werden das Angebot von Gökhan Töre annehmen. Damit haben wir jetzt hier die allererste Neuverpflichtung gemacht. Hat auf jeden Fall lange auf sich warten lassen. Hier in der Sommertransferphase. Dann Diogo Jota, da werden wir erstmal Rotationsspieler als Rolle im Kader und der verdient einfach mal 3-mal so viel wie zuvor bei Paços Ferreira. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass der das Angebot so schnell wie möglich akzeptiert, damit ich die Folge jetzt auch mal langsam beenden kann, weil ansonsten würde jetzt auch das Vertragsangebot
bzw. die Zusage von Islam Slimani wegfallen. Und das wollen wir natürlich nicht. Jetzt das letzte Spiel hier im Vorbereitungsturnier gegen Bayer 04 Leverkusen. Wieder einmal treffen wir auf den Verein aus der Bundesliga. Mal schauen, wie das jetzt hier ausgehen wird. Die zweite Partie gegen Bayer 04. Trafen ja, glaube ich, auch letztes Jahr in der Champions League aufeinander. Dort Atletico Madrid im Elfmeterschießen erfolgreich gewesen. Gianolo mit dem 1:0 für Bayer 04 Leverkusen. Und wieder liegen wir zurück. Ramos, beziehungsweise ich nenne ihn ja nur noch Jesus, verletzt. Juan Fran mit dem Ausgleich. Jetzt geht's wieder ins Elfmeterschießen. Und wir gewinnen wieder eine Partie im Elfmeterschießen. Diesmal mit 4:3. Also man merkt schon, Atletico Madrid, das ist wirklich eine Mannschaft, die kann es auch mal wirklich aushalten. Bis zum Elfmeterschießen, man hat es ja schon gegen PSV Eindhoven erlebt, wie man da wirklich so lange gezittert hat, bis zum Elfmeterschießen und das Spiel es wirklich dann gewonnen hat. Nach 16 Elfmetern muss man dabei auch mal wirklich anmerken. Diogo Jota hat das Angebot akzeptiert, das heißt, wir können uns jetzt wirklich voll auf die Stürmer konzentrieren. Zwei Transfers haben wir gemacht mit Gökhan Töre und Diego Jota. Und jetzt kommt es eben zur Stürmerfrage. Auch Jesus, der Mann als Backup hinter Juan Fran, verletzt sich mit einer Schulterprellung für 2 Tage. Ansonsten aktuell ist aus Deutschland. Spieler verkauft Miguel Moya an den FC Sevilla. Gut, wir löschen auf jeden Fall jetzt mal hier ein paar Nachrichten. Unter anderem die ganzen akzeptierten Angebote, Turnierpreisgeld. Alles uninteressant. Deine Champions Trophy Leistung lief ja schon mal ganz gut. Das allererste Turnier hier mit unserer Atleti. Und das Transferangebot für Augusto Fernandes war es, glaube ich. Der den entscheidenden Treffer gegen Tottenham gemacht hat. Da werden wir das Angebot ablehnen. Von Olympique Marseille, welches wir hier bekommen haben für den Argentinier. Nachrichten von Spielern haben wir hier von José María Jiménez. Macht sich Gedanken, ne? Weil in letzter Zeit irgendwelche Gerüchte in den Medien kursieren. Unglaublich, immer diese Medien, die alles kaputt machen. Ist ja auch bei Vidal so, beim FC Bayern. Unglaublich viele negative Schlagzeilen über Arturo Vidal und am Ende ist da wirklich nichts. Und momentan überzeugt er einfach mit der Leistung gegen Juventus Turin. Für mich einer der Schlüsselspieler gewesen. Also das war auf jeden Fall eine sehr starke, vor allem kämpferische Partie vom chilenischen Krieger beim FC Bayern. Und jetzt kommen wir eben zur Frage. Wir schauen in die Transferverhandlungen und in die laufenden Verhandlungen rein. Wir haben hier Diego Costa, 55 Millionen Euro Marktwert. Nicht Marktwert, sondern das müssen wir für ihn bezahlen. 40 Millionen Marktwert, das heißt knapp 15 Millionen über den Marktwert. Edinson Cavani von Paris Saint-Germain, 34 Millionen Marktwert. 45 Millionen müssen wir zahlen, 11 Millionen über Marktwert. Diego Costa, 2 Jahre jünger als Edinson Cavani. Wir haben hier tatsächlich 26, 27 und 28 Jahre. Oder eben den Algerier Islam Slimani von Sporting Lissabon, 27 Jahre alt, 17 Millionen Marktwert und 25 Millionen Ablöse. Also das ist der zweite Strawpoll für die heutige Folge des Atletico Madrid Karrieremodus für diese erste Pilotfolge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Würde mich freuen, wenn wir, ich würde mal sagen, 250 Likes hier für diesen neuen Karrieremodus mit dem Verein aus der Liga BBVA anpeilen würden. Und ich würde sagen, das war's auf jeden Fall. Ihr findet 2 Strawpoll-Links unten in der Videobeschreibung. Einmal mit der Frage, Miranda zurückholen, ja oder nein? Und welchen der 3 Stürmer, Islam Slimani, Diego Costa oder Edinson Cavani, wir hier neu verpflichten sollen bei Atletico Madrid. Also das war's auf jeden Fall für die heutige Folge des Atletico Madrid Karrieremodus. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich, wünsche euch einen wunderbaren Tag, Nacht, Morgen, Mittag, Nachmittag, wann auch immer ihr das Video seht und verabschiede mich. Bis dann, haut rein und ciao.